Basel, die zehren einfach nur hier von ihrem einen, von ihren paar Passagierschiffen, die hier ankommen und ordentlich Spirituosen bringen, einfach damit die dann hier sich zulöten können. Jeden 26. Tag. So, jetzt ist der Zug hier erstmal unterwegs. Wie viel ist hier noch drin? So viele Verpackungen. Ich sehe schon die Strecke mehrfach ausgebaut, einfach damit damit da noch mehr Zeug rauskommt. So, jetzt bin ich gespannt. Der Zug müsste ja dann eigentlich direkt beladen. Oder mache ich diesen Biomassezug eins kürzer? Nee, ich will das eigentlich gern so. Guck mal, das bringt nichts. Das hat 5% gebracht. Der hat entladen, das hat 5% gebracht. Das ist doch echt. Das ist doch nichts. So, die kriegen erstmal so eine kleine Busanbindung. Damit die Leute hier ins Hotel kommen. Und hier so eine Runde durch die Stadt fahren können. Dann geht es noch hier hinten lang und so. Kleine Runde. So, das Depot stellen wir dann. Ja, muss es ja auch wieder wiederfinden. Guck mal, hier würde das doch hinpassen. Am Hafen, da findet man es bestimmt wieder. So, welchen haben wir einmal genommen? Den Macmillan Leopard Bus. Heilbad, Basel, Basel Süd, Transfer, Haltepunkt. So, und das Ganze nochmal in die andere Richtung. Na gut, jetzt kann ich die 10 Minuten für die 3-Stunden-Aufnahme auch noch durchziehen. Passagiere, Passagiere. Was sagt eigentlich hier Locarno? Lugano. Ach, guck mal, das zieht Leute an. Jetzt ziehen die überall hin. Hier hinten die Wendeschleife bauen sie auch schon zu. Nach hier hinten bauen sie raus. Das gibt der Stadt nochmal. Wächst jeden zweiten Tag. Sieht auf der Karte ein bisschen wild aus hier, die Konstruktion, aber hier ist die Wendeschleife. So, es kommt gleich der Cashflow. Hoffentlich so viel Roreisen. Roreisen. Ach, hier ist so viel Kohle. Ich glaube, 2 Schiffe sind fast schon wieder zu viel, oder? Gut, man könnte ja sonst immer noch mit LKWs dorthin bringen. So. Yes, Schlacke ist grün. Jetzt brauchen wir diese blöde Biomasse auf grün. Ich glaube, ich kürze den Zug wirklich um eins ein. Und nehme vielleicht kleinere Waggons. Ich meine, der Biomasse, der macht ja Gewinn, ne? Muss ich ja sagen. Jetzt bin ich gerade wieder hier irgendwo überall angeeckt. Eieiei. Nicht, dass man das auf dem Mikro hat. Ich brauche eigentlich mal irgendwie so ein Mikroständer hier, den man irgendwie so einen Arm, dass das auch so ein bisschen entkoppelt ist. Und was mir auch bei anderen Streamern und so auch immer einfällt, dass die immer übelst weit von ihrem Mikrofon weg sind. Und ich frage mich dann immer so, ob das so richtig ist.
So, hier gibt es noch mehr Wertstoffe. Ach komm, was soll der Geiz? Hier werden Wertstoffe rausgehauen. So, guck mal, der fährt jetzt zurück. So, ab ins Depot mit dir. Weil wenn der nämlich vielleicht ein bisschen weniger einlädt, dann haben nämlich die anderen, also der LKW, auch mal die Chance, was abzubekommen. Guck mal, jetzt kann er 27 Tonnen Biomasse mitnehmen. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. Und macht dadurch ein bisschen Gewinn. Wie viel ist es denn? Hä? Muss der das nie aufladen? Jetzt so. So, wo ist der Zug jetzt? Das ist jetzt der hier. So, was haben wir denn bei der Biomasse an Alternativen? Das ist jetzt der, ne? Nee, oder? Der. 60 Tonnen, 53 Tonnen, 50 Tonnen, fährt aber auch nur 100. Ist mir aber egal. Wir nehmen jetzt den und davon drei Stück. Das heißt, er hat nur noch 150 Tonnen statt 4 mal 600 Tonnen sind 180 Tonnen, also 30 Tonnen weniger. Nee, Moment. Nee, das ist Quatsch. 90 Tonnen weniger. Einmal hier die 60 abgezogen von dem. Und dann dreimal hier 10 Tonnen. So. 90 Tonnen weniger. Hä, wo ist denn der jetzt unterwegs? Ach, hier unten. Der muss erst umlenken. Oh nee, jetzt fährt er hier. Ach, runter. Naja. Da hat der. Der LKW. Oh, jetzt ist der mal voll, der LKW. Was macht denn der für Geld, wenn der voll ist? 4000, okay. Ob das ihn auf Dauer in die Gewinnzone bringt. Aber guck mal, jetzt kann er hier mal was mitnehmen. Jetzt hat er Glück, jetzt wo der Zug ihm das Zeug nie wegnimmt, kann er hier mal ein bisschen gönnen, könnte man auch sagen. Immer noch 4000. Ja, aber das ja, so ein so bisschen in Plus gefühlt kommt er ja schon, aber es muss halt dauerhaft etwas Dauerhaftes sein. Wobei man eigentlich auch sagen muss, das geht. Ne? Seit Inbetriebnahme 345.000 nur minus. Litau Höhe, Litau Zuckerfabrik. Ach, weil die ganze Biomasse ist da drin. Warum habe ich denn das überhaupt getrennt? Vielleicht ist das auch einfach das Problem. Ich meine, irgendeinen Grund wird es ja sicher gehabt haben. Nehmen wir den hier. Nee, das war falsch. Tüdeln, das ist einfach zusammen.
Vielleicht bringt ihm das. Warte mal, das ist auch blöd gebaut hier. Machen wir das so hier. Straße gleich umwidmen. Zack. Vielleicht bringt ihm das ja ein bisschen mehr, wenn das so ist. Oh, die fangen an, hier rüber zu bauen. Das ist schon mal gut. Na, gut, Wertstoffe, das passt. Ja, doch, er kommt jetzt ein bisschen ins Plus gefühlt. So, wo kommt denn der eigentlich jetzt? Der Zug, wo ist denn der? So, der fährt jetzt hier unten. Ach, der hat irgendwo jetzt umgelenkt erstmal. Guck mal, das Minus, das tritt jetzt immer später ein. Von Gewinn dieses Jahr. Also vielleicht 6.000 macht er jetzt so. Wenn jetzt hier die Biomasse besser verteilt wird oder mehr rankommt. Vielleicht klappt es ja. So, der kann schneller zurückfahren. Na gut, der wird vielleicht nicht direkt hier ins Dings kommen, weil da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr LKWs, weil die Grenze scheint ja eine Viertelmillion zu sein, aber irgendwie anscheinend geht das ja. So, jetzt haben wir aber 3 Stunden aufgenommen. Wahnsinn. Boah. Das sind ja irgendwie 15 Folgen gefühlt dann. Nee, eher 14. 2:30 sind 12 Folgen und dann sind dann, nee, genau. 14 Folgen, das ist gut. Ja, jetzt ist er im Gewinn. Sehr schön. Jetzt kommt der hier und klaut wieder alles. Na gut, der hat jetzt noch weniger Züge und weniger Ladung, da geht das vielleicht. Naja gut, ja. Komm, aus Respekt hier vor den Leistungen des Biomasse-LKWs, der so jahrelang im Minus war, ist die Folge einfach jetzt mal mit ihm beendet, die Aufnahme. Und da dann bedanke ich mich fürs Zuschauen hier bei Open Transport Tycoon Deluxe. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.